So ihr Lieben, ich bin jetzt nochmal zurück im Gruselhaus und zwar will ich euch ein bisschen was zeigen. Habt ihr gewusst, wenn ihr diese Süßigkeitenschale von Halloween kauft, dass ihr dann etwas schrecklich Schönes erleben könnt? Schaut euch mal das Ganze an. So, und zwar müsst ihr auf Süßigkeiten nehmen gehen und dann guckt mal, was dann passiert. So, es wird gruselig, aber es geht noch besser. Noch mal eine Süßigkeit nehmen. Schauen wir mal. Beim nächsten Mal. Ah, springen ihr die Süßigkeiten entgegen. Auch schön, sie ist verängstigt. Und noch einmal. Auch wenn wir Angst haben, wir tun es noch mal. Komm. Und nur ein bisschen Grusel. Das Lustige daran ist, sie ist dann trotzdem was Süßes. Also wird da nicht dick werden. Eine gruselige Hand. Sehr schön. Und noch einmal. Schauen wir, ob noch was anderes kommt. Und alle guten Dinge sind, ich weiß nicht. Ah, noch mal eine Hand. Okay. Es ist immer unterschiedlich. So. Giftiger grüner Rauch. Okay, und nochmal, ich bin neugierig. Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es da? So, das letzte Mal. Und? Nein, nichts Neues mehr. Und ich zeige euch noch eine Kleinigkeit. Und zwar, wenn man hier dieses Bild vom tragischen Clown hat und es mehrmals ansieht, kann es passieren, dass dieser auftaucht. Entweder kommt er zu euch nach Hause, klingelt mal so nebenbei oder ihr geht einfach traurig an eurem Haus vorbei. Gucken wir mal, was er bei uns macht. Oh, bis jetzt sind es ganz normale Menschen, die da vorbeigehen. Oh, stopp, 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 stopp. Seht ihr? Da ist er. Er macht uns traurig und er geht auch sehr, sehr traurig und weinend an uns vorbei. Leider ist er nicht zu unserer Haustür gekommen, aber jedes Mal, wenn ich das Bild jetzt anschaue, geht er traurig an uns vorbei. Eigentlich müsste er uns auch traurig machen, aber irgendwie sind wir noch zu konzentriert. Schauen wir mal. So, jetzt schauen wir das nochmal an und kommt er nochmal? Ja, da ist er wieder. Also, wenn ihr ihn auch mal sehen wollt, einfach das tragische Bild mehrmals anschauen.